Vor einiger Zeit hat der Passat die Osram-LEDs bekommen. Die Videos habt ihr vielleicht schon gesehen. Das Licht hat sich dadurch wirklich verbessert. Was aber wirklich stört, ist, dass seitdem schon zweimal die Birnen kaputt gegangen sind. Getauscht habe ich die Birnen dann jeweils satzweise. Also nicht, dass eine kaputt geht und kurz danach geht die nächste kaputt, sondern immer kompletten Satz ersetzt. Dennoch ist jetzt schon die zweite dann kaputt gegangen und das macht irgendwie unzufrieden, so dass ich mich jetzt entschieden habe, anstattdessen einmal welche von Philips zu verbauen. Das ist die neuere Generation. Also auch von Philips gibt es schon seit ein paar Jahren. Ähnlich lange wie von Osram, die H7 LED. Das ist jetzt aber die neueste Version, die angeblich noch helleres Licht macht, was aber zweitrangig ist. Ich hoffe einfach, dass die besser sind als jeweils die erste Generation. Und man muss ja nicht unbedingt bei Osram bleiben. Man kann auch bei Philips probieren. Auch die sind natürlich für den Passat freigegeben. Ansonsten würde man wahrscheinlich welche nehmen, die nur die Hälfte kosten. Und großer Vorteil bei dieser Generation ist, dass sie eben kein Zusatzmodul brauchen, damit die Leuchte im Armaturenbrett nicht leuchtet. Das heißt, man braucht weniger Platz. Und insgesamt ist das Paket dann auch günstiger, als wenn man die erste Generation plus Modul kauft. Also baue ich die mal ein, probiere die aus und hoffe, dass sie länger halten. Hier links ist einmal die Osram, die ich ausgebaut habe, und rechts die Philips, die neue. Bei der Osram funktionierten hier auf der einen Seite die SMDs nicht mehr. Das heißt, die Birne leuchtete nur noch mit halber Kraft, so ungefähr. Die hier ist aber noch heile, weil es schon eine neue ist. Ja, eingebaut wird aber, wie gesagt, diese Philips. Man sieht gleich, die ist ein ganzes Stück kleiner. Das sollte den Einbau deutlich erleichtern. Die Kappe, die ich für die Osram brauchte, die werde ich trotzdem wieder verwenden, weil keine Ahnung, wo die alten Kappen geblieben sind. Wird auch nicht schaden, wenn da ein bisschen die Luft besser zirkulieren kann. Und so wie man es auch schon von den bekannten LEDs kennt, lässt sich dieser Halter einfach von den LEDs losdrehen, sodass bei vielen Fahrzeugen der Einbau doch ein ganzes Stück leichter ist. Ich denke, das wird jetzt beim Passat aber gar nicht notwendig sein. Nur, dass man das einmal gesehen hat, lässt sich einfach wieder raufdrehen. Schon ist es wieder drauf. So, da sieht man einmal den Stecker, da kommt die Birne einfach ran. Das ist natürlich ganz einfach, nur mit einer Hand ist das ein bisschen blöd. Braucht man Kamerakind oder so, ist gerade nicht da und dann wird das Birnchen dort einfach eingesetzt. Dass die Birne an der richtigen Position ist, hört man eigentlich ganz gut, weil es recht kräftig Klick macht. Und dadurch, dass der Birnenkörper, der Lüftermotor deutlich kleiner ist, hat man tatsächlich deutlich mehr Platz zum Einbauen. Merklich entspannter, dann nur noch der Deckel drauf. Wie hier zu sehen ist, sitzt der Deckel auch schon wieder auf Position. Wird wahrscheinlich auch mit dem Original ganz gut gehen. Nur wie gesagt, ich habe nur noch den großen. Die anderen haben sich irgendwo versteckt. Was soll's. Kurzer Funktionscheck. Leuchtet auf jeden Fall. Sieht auf den ersten Blick aber genauso aus wie die alten. Jetzt kommt noch schnell die zweite rein. Die Birne sitzt an Ort und Stelle. Das Kabel ist auch gut verstaut. Deutlich besser als mit der Osram. Und auch der Deckel sitzt wieder, wo er sein soll. Ohne den Aufkleber geht natürlich gar nichts. Eine wunderbare Erweiterung des Sammelalbums. Keine Leuchte. Bei der Probefahrt ist mir kein Unterschied zwischen den beiden Leuchtmitteln aufgefallen. Da sehe ich keinen Unterschied. Vielleicht fällt irgendwie im Langzeitbetrieb das anders auf. Auf der Probefahrt von einigen Minuten jedoch nicht. Die alte Version der Osrams dürfte in der Regel günstiger sein als die aktuelle Version der H7 von Philips. Jedoch braucht man bei den Osram immer noch so ein Vorschaltgerät, was den Preis tüchtig in die Höhe treibt und auch den Einbau erschwert. Zudem hat man bei den Philips den kleineren Lüfter. Dadurch ist der Einbau deutlich angenehmer
Und ich würde mich hier in jedem Fall immer für die Philips entscheiden. Langzeittests fehlen natürlich noch. Kann sein, dass sie auch irgendwann ausfallen, ähnlich wie ich das bei den Osram erlebt habe. Ich hoffe mal aber, dass sie länger leben. Und ja, mir ist bekannt, dass es auch von Osram eine neuere Version gibt. Die kann ich jetzt nicht gegenprüfen. Empfehle ich die Philips. Leichterer Einbau, geringere Kosten. Besser ist das. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.